Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer besonderen Folge zu der Retro-Panda-Fragestunde. Und zwar werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich fragen, hey, normalerweise hat er irgendeinen Aufruf gestartet, dass wir Fragen stellen, die er beantwortet. Das habe ich ja diesmal nicht gemacht. Woher bekomme ich also meine Fragen? Und zwar ganz einfach, einer meiner Zuschauer, der Boris, viele Grüße an dich an dieser Stelle, ist Lehrer an einer Realschule. Und der hat ein Projekt mit seiner Klasse gehabt, das unter anderem sich auch um YouTube und sogar Retro-Gaming dreht. Also er hat wirklich Gameboys mit zur Schule gebracht und den Kids beigebracht und mal gezeigt, was für antike Technik das alles ist. Fantastisch, dieser Einsatz. Und der kam auf mich zu und hat gefragt, hey, es gibt so viele Fragen an YouTuber und so weiter. Hättest du mal Bock, ein paar zu beantworten? Und habe ich natürlich gerne zugesagt und die Schüler haben mir fleißig Fragen gestellt, die ich euch jetzt gleich beantworte. Die Schüler kriegen natürlich eine eigene Version dieses Videos, aber ich habe auch die Erlaubnis bekommen, das auf YouTube hochzuladen, weil ich denke mal, als ihr die Fragen gesehen habt, da dürften auch so einige Sachen dabei sein, die vielleicht euch auch interessieren, weil sich alles auch rund um YouTube dreht, kanalmäßig, wie fühlt man sich als YouTuber und so weiter. Aber genug der langen Vorrede. Der Boris hat nämlich auch noch was zu sagen. Viel Spaß! Hallo, du wunderbarer Retro-Panda da draußen. Ich bin noch nicht ganz so Medienprofi wie du, deshalb kämpfe ich mich mal hier so durch und versuche es jetzt halt nicht so zu machen wie der Wendler, der ab und zu dann mal noch auf seine diktierten Sätze schauen muss. Also hab ein bisschen Geduld, ein bisschen Verständnis für mich. Also, erst einmal vielen lieben Dank dafür, dass du dich auf dieses Experiment hast eingelassen. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Es ist auch bestimmt für dich viel Arbeit gewesen oder wird es auch noch sein. Ich kann mir gut vorstellen, das Schneiden und die Videos und die Antworten, das wird viel Arbeit sein. Dafür nochmal ein ganz dickes Dankeschön von mir und meiner ganzen Klasse. Generell bin ich wahnsinnig stolz auf die Kids, was die da innerhalb von so einer kurzen Zeit geleistet haben. Ganz ohne Walla, Alla oder dich zu diggern. Nee, Spaß beiseite. Die Kids haben das wirklich super gemacht. Die haben tolle Fragen sich überlegt und haben das auch gut für dich aufgenommen. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt auf deine Antworten. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum macht eine Schule denn sowas? Oder warum macht überhaupt ein Deutschlehrer sowas? Oder warum macht so eine Klasse sowas? Ganz einfach, wir als Ketterschule in Schmelz, wir sind eine Medienschule und bei uns ist das nicht so, dass wir sagen, ach komm, Tablet in die Hand und dann guckt da mal, was draus wird, sondern wir wollen auch hinten dran schauen, hinter die Kulissen, wollen uns über YouTube unterhalten, wollen uns über Facebook unterhalten, über soziale Medien, über Süchte und deshalb denke ich, passt dieses Projekt ziemlich gut zu dieser ganzen Sache. Jetzt zu unserer Geschenkbox, die du hoffentlich schon geöffnet hast. Wie du siehst, versuchen wir, also vor allen Dingen ich, dich immer noch ein bisschen davon zu überzeugen, endlich mit Pokémon anzufangen. Ich habe gesehen, du hast Pokémon Blau, aber nicht in so einer ganz guten Version. Deswegen habe ich dir das schon mal mitgeschickt und auch Pokémon Rot. Das sind einfach Klassiker, die muss man spielen, um Gottes Willen. Und ich habe dir noch als kleine Glücksbringer habe ich hier noch ein paar kleine Pokémons reingesetzt und einen Pokémon-Stift, also alles, was du für den Tag brauchst. Außerdem ist natürlich noch eine Mario-Tasse dabei. Ich weiß, Mario muss ja eigentlich jeder lieben. Aber das ganz große Highlight unserer Geschenkbox ist dieses wunderschöne Bild, das Gemälde, was unsere Ronja und unsere Johanna zusammen gemalt haben. Und ich hoffe, es wird bei dir ein schönes Plätzchen finden, ein schönes exponiertes Plätzchen finden, dass man vielleicht auch bei deinen Videos sieht. Auf jeden Fall soll es dir ein bisschen Freude machen und ein bisschen Spaß bereiten. Und ja, das ist für uns vielleicht ein großes Dankeschön, dir einfach zu sagen, wie dankbar wir dafür sind, dass du dir diese ganzen Mühen gemacht hast. Und damit wir gerade einsteigen können, habe ich mir überlegt, ich bin hier gerade momentan dabei, dein wunderschönes Buch Gameboy-Gurken zu lesen. Meine Frage an dich wäre es eigentlich, hast du nochmal vor, ein eigenes, neues Buch zu verfassen? Und wenn ja, wie sollte das aussehen oder wie wird das aussehen? Okay, lieber Retro-Panda, dann haben wir so typisch lehrermäßig jetzt schon wieder viel zu lange gequatscht. Die Lehrer sagen immer, ach, es geht ganz schnell, aber du weißt, wie Lehrer sind, die quatschen und quatschen und quatschen. Deshalb jetzt von meiner Stelle nochmals vielen Dank. Viele Grüße auch von meiner Klasse und der gesamten Kettler-Schule in Schmelz und viel Spaß beim Beantworten der Videos. Danke, ciao.
Vielen Dank für dein Vorwort, lieber Boris. Und vielen Dank auch für deine Frage auf jeden Fall. Ist eine interessante Frage und die ist sogar ein, zweimal auch so aufgetreten. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß bei dem Erstellen des Buches. Ich habe auch viel, viel gelernt, was den ganzen Entstehungsprozess angeht. Und das ist wirklich gar nicht so einfach, wie man sich denkt. Ich habe auch so einige Sachen nicht so ideal gemacht bei dem Buch, was ich in Zukunft anders machen würde. Momentan ist allerdings kein weiteres Buch geplant. Ich will es nicht komplett ausschließen. Ich muss erstmal so ein bisschen noch an kreativen Ideen so ein bisschen mir was aneignen, ein bisschen hochkommen. Ne? Das ist so ein Projekt, wo man richtig mal Bock haben drauf muss und das dann einfach durchzieht. Genauso wie mit dem Buch. Ich hatte das irgendwie als Gedanken gehabt, wollte es machen, und habe mich rangesetzt und das in relativ kurzer Zeit eigentlich umgesetzt. Aber so ein Buch mit Super Nintendo Spielen, das würde mich dann doch nochmal reizen. Also wie gesagt, ist noch nichts definitiv beschlossen, aber schauen wir mal, was die Zukunft so bringt auf jeden Fall. So, kommen wir zur nächsten Frage. Der liebe Azad hat gefragt, haben Sie ein Vorbild auf YouTube? Wenn ja, wer und wieso ist er Ihr Vorbild? Ein richtiges, konkretes Vorbild habe ich eigentlich nicht, aber es gibt natürlich andere Kanäle, wo ich eine große Inspiration herbekommen habe. Und zwar, ich habe angefangen mit der ganzen Geschichte, dass ich englische Kanäle geguckt habe, vor allem der Angry Video Game Nerd. Das ist im Prinzip, kannst du dir vorstellen, ein Nerd, ja, der alte Spiele spielt und zwar schlechte Spiele. Da habe ich auch so mal ein bisschen meine Idee hergeklaut mit dieser Retro-Panda-Quetzi-Serie und das wird sehr, sehr aufwendig aufgemacht, dass er sich darüber aufregt und alles, wie scheiße das Spiel doch ist und das ist einfach herrlich. Und der SNES-Drunk heißt der Kanal, von denen habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen für meine Was-Taugt-Serie. Das sind wirklich zwei Kanäle, die mich sehr, sehr beeinflusst haben und ich sehr, sehr geil finde und abfeiere. Vor allem auch, weil die einfach ihr Ding machen. Ne? Das sind Pioniere in dieser Szene und auch was diese Videos, Formate und Videos angeht. Und das ist einfach super, dass da beneide ich die drum, dass die wirklich von Anfang an den Mut und auch vor allem die Ideen hatten, sowas von null auf zu starten. Und das finde ich einfach klasse. Kommen wir zur nächsten Frage. Mohammed, haben Sie noch weitere Gaming-Sammlungen außer Game Boy, Super Nintendo und Game Gear? Und wenn nein, warum nicht? Ja, ich sammle noch ein bisschen Switch. Ganz einfach, weil irgendwie macht es Spaß für die Switch zu sammeln. Also alles physisch natürlich, weil so als alter Videospielsammler, da will man natürlich diese physischen Module haben und nicht alles digital kaufen. Ich spiele auch viel, viel am PC. Da habe ich natürlich auf Steam eine große Bibliothek an Spielen, die ich da rein digital habe. Und so schöner finde ich es, diese kleine Switch zu haben. Ich spiele auch mit der so meistens im Handheld-Modus, um einfach so ein Modul reinzustecken und dann einfach loszulegen. Und das fehlt mir so bei vielen modernen Spielen. Okay, meistens ist es auch da, dass man sich ein Update runterladen muss und so weiter. Aber das ist einfach klasse und auch mal was Schönes, mal so ein paar schöne Spiele für die Switch zu haben. Macht Spaß dafür zu sammeln auf jeden Fall. Dann kommen wir zur dritten Frage. Jonas, hallo Herr Retro Gaming Panda, klasse übrigens, mein Name ist Jonas, viele Grüße an dich an dieser Stelle und ich habe folgende Frage. Sie haben gesagt, dass Sie das Geld nur als schönen Nebenerwerb ansehen. Würden Sie also Ihren Kanal auch ohne Einnahmen weiterführen und wenn ja, wofür? Gute Frage und ehrlich gesagt, natürlich würde ich es auch weiterführen. Es ist ja so, bei YouTube, wenn du 1000 Abonnenten hast und eine gewisse Guckzeit, also Watchtime, dann kannst du deinen Kanal monetarisieren und dann kannst du Sachen einnehmen. Es ist eigentlich nicht viel, das dabei rumkommt momentan. Also bin jetzt irgendwo so 100, 150 vor 2000 Abonnenten und da kommen vielleicht so 15 bis 20 Euro monatlich raus. Da kannst du dir vorstellen, das machst du nicht wegen dem Geld. Also so viele Stunden, wie ich hier in diesen Kanal reinstecke, ein Video produzieren und so weiter. Ausgaben natürlich, die ganze Technik hat Geld gekostet, dazu kommen wir dann auch später. Wenn es dir wirklich nur um das Geld geht, dann nimm dir einen 400-Euro-Job, geh an die Tankstelle samstags arbeiten, hast du die Kohle in 2 Stunden raus und musst da nicht irgendwie Stunden um Stunden irgendwie in welche Videos reinputtern. Ich würde es auch ohne YouTube-Einnahmen machen.
Aber es ist so ein kleiner, nettes Nebenbei-Dings. Ne? Also ich auch, wenn die Einnahmen ausgezahlt werden, die werden immer automatisch ab 70 Euro ausgezahlt. Also, ne, also 3, 4 Monate kriege ich so ein bisschen was ausgezahlt. Dann stecke ich das auch irgendwie immer in diesen YouTube-Kanal. Entweder meine Sammlung, dass ich irgendein besonderes Spiel habe, was ich mir dann kaufen kann und vorstellen kann. Oder hat dann irgendwelche Technik-Sachen oder ähnliches. Aber wenn es ja wirklich nur um das Geld geht, dann sucht er wirklich einen anderen Job. Da ist YouTube wirklich das falsche Pflaster für. Und natürlich würde ich es auch so weitermachen. Wenn es plötzlich ist, YouTube sagen würde, okay, ab 10.000 Abonnenten kannst du das nur machen, würde ich es genauso weitermachen. Weil es macht mir eigentlich Spaß, Videos zu machen, kreativ zu sein und mich mit euch allen auszutauschen. Das ist eigentlich der Lohn dafür und nicht das Geld. Dann haben wir die Cynthia. Hallo Herr Retro Gaming Panda, mein Name ist Cynthia. Auch an dich viele Grüße. Und meine Frage lautet, sind Sie der Meinung, dass der Gameboy erneuert werden sollte? Und wenn ja, wie sollte er aussehen? Technik, Aussehen, Farbe, Display, Zusatzfunktion etc. Eine sehr interessante Frage. Und zwar, gibt es da schon neue Produkte, die diesen Gameboy aufwerten? Also es kommt jetzt nächstes Jahr der Analog Pocket raus. Also Analog, kleine Ausführung, das ist im Prinzip ein amerikanisches Unternehmen, was sich diese alten Konsolen nimmt und die halt aufhübscht. Im Prinzip ist der Gameboy super. Hat aber natürlich große Nachteile, nämlich das Display. Das hat keine Hintergrundbeleuchtung und das war schon damals schrecklich, dass man das dann immer irgendwie so ans Licht halten muss, damit man irgendwie einigermaßen was drauf erkannt hat. Das sollte natürlich verbessert werden, hat das auch. Plus natürlich auch, für mich als YouTuber ist es natürlich auch interessant, einen HDMI-Ausgang zum Beispiel, dass man das irgendwie schön auf den Fernseher dann auch mal raufwerfen kann, um Sachen aufzunehmen kann. Aber ansonsten von der Steuerung her, von dem Sound her, der ist das wirklich ikonisch, ist alles super, nur das Bild könnte wirklich verbessert werden und vielleicht natürlich die Batterielaufzeit, dass da ein entsprechender moderner Akku drin ist, eine Lithium-Ionen, dass man da auch ein paar Stunden spielen kann. Damit würde es mir eigentlich schon fast reichen und aussehen. Bitte nichts zu wild anderes. Das sollte wirklich noch einigermaßen als ein Gameboy erkennbar sein. Natürlich schon, man kann auch etwas edlere Materialien nehmen, ne? Schönes Plastik oder irgendwie sowas. Aber die Grundform und die Grundaufteilung sollte auf jeden Fall behalten werden, damit der Charme einfach erhalten wird. Aber schöne Frage, sehr interessante Frage auf jeden Fall. So, und als nächstes haben wir die Chiara. Hallo Herr Retro Gaming Panda. Ich merke schon da so einen Ablauf in eine Fragestellung. Mein Name ist Chiara, auch an dich. Viele Grüße. Meine Frage lautet, haben Sie früher selbst Videos über das Thema Retro Gaming, Game Boy, Super Nintendo, DOS, Game Gear geschaut? Ja, das auf jeden Fall. Ich habe lange Zeit, bevor ich mit YouTube angefangen habe, habe ich auch natürlich auch entsprechende Videos geschaut. Darauf bin ich erst gekommen, dass das überhaupt eine Sache ist, sich diese alten Spiele nochmal anzuschauen und zu sammeln. Ich wusste gar nicht, dass das irgendwie voll eine Sache war und damit bin ich quasi mit dieser ganzen Retro-Sammelszene warm geworden. Es gibt da auch, ne, da bin ich wieder bei den englischsprachigen Kanälen, ne, irgendwie Video Game Nerd, das war so mein erster Kanal, über den ich gestolpert bin und so, hey, das Spiel kennst du, das hast du damals auch gehabt und das war genauso scheiße, wie der da dargestellt hat. Und dann, ihr kennt es wahrscheinlich selber, YouTube schlägt dann ja auch noch ähnliche Kanäle vor und dann wird man da so schön durchgeleitet. Und irgendwann dachte ich mir, okay, du hast keine Konsole, aber du kaufst jetzt einfach mal ein Super Nintendo mit Mario Kart und du weißt, das war damals voll geil und ja, dann hat es klack gemacht und ich war so drin gefangen und irgendwann habe ich immer nur diese englischen Kanäle geguckt und dann dachte ich mir, hey, sowas vielleicht auf Deutsch, ich wollte mich immer so ein bisschen kreativ austoben, ich bin jetzt aber nicht gerade irgendwie was zeichnen oder malen oder ähnliches, bin ich nicht sehr talentiert, aber so ein bisschen Videos schneiden konnte ich und dann habe ich mich einfach irgendwann mal getraut und ja, paar Jahre später bin ich hier, ne? Aber ja, ich bin auf jeden Fall damit eingestiegen und habe mich daran dann auch grob orientiert immer. Dann haben wir den Ibrahim mit einer sehr guten Frage. Was war das schlimmste Kommentar, den Sie bekommen haben unter einem Ihrer YouTube-Videos? Und wie sind Sie damit umgegangen? Gehen Sie generell mit Hate Speech um? Das ist eine gute Frage. Also eins vorweg muss ich sagen, ich habe viel, viel Glück mit den Leuten, die meinen Kanal und meine Videos gucken, meine Community allgemein.
Ich habe natürlich den Vorteil, die meisten sind irgendwas so über 25 bis mit Mitte 40 ungefähr, wenn man den Google-Statistiken trauen darf. Und da sind die Leute natürlich so etwas reifer, ein bisschen ruhiger und so. Und deswegen gibt es da nicht so viel Krawall. Aber es gab natürlich auch schon ein, zwei Kommentare, die unter die Gürtellinie gehen. Ich habe kein Problem damit, wenn ich irgendwie fachlich korrigiert werde. Ich versuche natürlich immer für meine Videos so gut wie möglich zu recherchieren, aber es kann natürlich immer sein, dass ich irgendein Veröffentlichungsjahr falsch irgendwie aufgeschrieben habe und sowas. Da bin ich sogar immer dankbar, wenn mich da irgendwer kritisiert und mir schreibt, hey, so und so ist das. Dann pinne ich auch meistens den Kommentar an, dass das dann für die anderen sichtbar ist. Was ich halt nicht in Ordnung finde, dass wenn Leute einen als Person angreifen. Auch da, ich lösche nie Kommentare. Ich habe vielleicht in den ganzen Jahren, den ich hier das YouTube mache, habe ich vielleicht zwei Kommentare gelöscht, aber auch da, weil es irgendwie kompletter Schwurbel, Schwachsinn oder irgendwelcher Spam war. Und ganz ehrlich, man ärgert sich natürlich denn sofort und denkt, was für ein Idiot. Aber ich versuche dann auch immer so ein bisschen die andere Seite zu sehen. Ne? Also was sind das für Leute? Die Leute kennen mich nicht, die kennen nur meine Videos, die ich mache. Die kennen mich nicht als Person. Denn man darf nicht vergessen, ich bin hier auf YouTube, bin ich der Retro Gaming Panda, aber in echt bin ich natürlich auch der Retro Gaming Panda. Ich verstell mich hier nicht oder ähnliches, aber ich bin natürlich mehr als Person auch. Ne? Das ist hier eine Seite von mir. Und wenn der eine denn so unter die Gürtellinie geht, ich weiß nicht mehr den Wortlaut, finde ich das nicht in Ordnung. Das ist irgendwie irgendeiner, der aus irgendwelchen Gründen irgendwie unzufrieden ist mit sich oder seinem Leben oder sowas und dann auf andere losgeht und die versucht niederzumachen, damit er sich besser fühlt. Wie nimmst du jetzt am geschicktesten den Wind aus dem Segel von so einer Person? Wenn du jetzt gegenschießt und aggressiv bist gegen ihn und selber sagst, du bist selber blöd, guck dich mal selber an, dann kriegt er genau das, was er haben will. Was ich mache, ich sag, hey, deine Meinung, viel Spaß noch, schön, dass du trotzdem reingeschaut hast. Das ist so mein Ansatz und damit bin ich bisher gut gefahren und ich versuche natürlich auch meine Videos möglichst positiv zu gestalten. Also ich begrüße ja immer alle mit, hey ihr fantastischen Menschen und das ist nicht nur irgendwie so eine Formel, sondern ich versuche, das denke ich auch, weil jeder, der hier zuschaut, der hat einen schweren Arbeitstag gehabt, der hat einen schweren Alltag, der vielleicht auch mal eintönig ist und blöd ist. Aber ich versuche, ihnen so dieses Gefühl zu geben, wenn er bei mir einschaltet und irgendwie Bock auf Retro-Spiele hat, dann ist er hier willkommen. Und dann bist du, hey, schön, dass du da bist, lass uns mal ein bisschen über Retro-Spiele schnacken. Und dieses Gefühl versuche ich zu vermitteln und ich glaube oder hoffe das zumindest, dass das mir gut gelingt. Und damit kommt natürlich auch schon eine gewisse positive Grundstimmung rein. Und deswegen locke ich natürlich jetzt nicht irgendwelche Hate-Speechler an oder irgendwie sowas. Was ich für euch wirklich empfehlen kann, ihr werdet oft und viel natürlich mit Hate Speech im Internet allgemein irgendwie konfrontiert werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der Oberexperte bin, ne? Um Gottes Willen. Ich kann nur sagen, dass das jetzt bei mir und meiner Community hilft, das mal kurz eingeschoben. Aber versucht mal einen Schritt zurückzutreten. Atmet durch und denkt, okay, was für ist das für einer? Warum schreibt er das? Und denkt dran, es lohnt sich nicht. Ne? Wenn ihr irgendwann nach vielen, vielen Jahren, wenn ihr 100 werdet oder sonst was, auf dem Sterbebett liegt, dann werdet ihr euch nicht denken, hätte ich mal mehr Zeit damit verbracht, mit Fremden oder mit anonymen Internet-Usern über irgendeinen Scheiß zu diskutieren. Tritt einfach zurück, bleibt freundlich und dann hat sich meistens das Problem erledigt. Bei eurer Altersgruppe wird es natürlich durchaus vielleicht etwas anders sein. Da geht es natürlich noch ein bisschen wilder zur Sache. Aber ich habe da zum Glück viel, viel Glück gehabt. Aber das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Versucht euch auch einfach mal in die Rolle des anderen hineinzuversetzen und überlegen, hey, warum macht er das? Und dann einfach entsprechend zu reagieren und nicht sofort einfach gegenzuschießen, was natürlich der normale Impuls ist. Das ist meine Erfahrung. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar von Guide. Wie sind Sie darauf gekommen, Ihren YouTube-Kanal Retro Gaming Panda zu nennen? Und ich fasse jetzt zwei Fragen mal zusammen. Die Johanna hat eine ähnliche Frage gestellt und zwar, was hat Sie dazu veranlasst, den Panda als Ihr Maskottchen zu Ihrer Kopf-
und zu ihrer Kopfbedeckung zu machen. Okay, also der Panda, das war eigentlich eher so ein Zufall. Und zwar, jeder von euch hat ja irgendwelche Internet-Nicknames, wenn man im Spiel unterwegs ist. Und ich hatte irgendwie vor Urzeiten, bin ich mal für den Namen gekommen, okay, Panda, na, Panda ist schon ziemlich chillig und ziemlich cool, ne? Ich wollte jetzt hier nicht irgendwie so ein XX-Noob-Killer XX nehmen oder irgendwie sowas. Und okay, aber ein Panda, das ist ja so gemütlich und sowas. Ja, man macht so mal einen Kampfpanda draus, ne? Das war bevor ja dieser Animationsfilm herausgekommen ist und so weiter. Und und dann bin ich halt mit als Kampfpanda immer unterwegs geworden. Als ich den YouTube-Kanal gegründet habe, dachte ich mir, hey, okay, das ist eh mein Nickname. Klatscht eine Retro-Gaming davor, damit jeder weiß, was einen hier erwartet. Und schon hast du deinen Kanalnamen. Also ich habe da jetzt eigentlich keinen riesigen Gedankenprozess dahinter gehabt, auf jeden Fall. So ist das eigentlich ganz einfach entstanden. Und dann ist das so ein Selbstläufer geworden. Und mit der Kopfbedeckung. Das ist ein lustiger Zufall. Und zwar haben wir die Jahre immer so ein paar Kanäle haben sich zusammengetan und wir haben so eine Art Wichteln gemacht. Und diese Mütze, die ihr ab und zu mal in diesen Quetzig-Videos seht, die war in einem Wichtelpaket dabei. Und zwar vom guten Weidemann heißt der, vom Schroff gezockt heißt der Kanal. Bin ich immer auch dankbar. Und die sieht so albern und so bescheuert aus. Und da dachte ich mir, ich versuche mich immer selber nicht sehr ernst zu nehmen und vor allem diese Quetzig-Serie, die soll ja bewusst nicht so ernst genommen sein. Ich reg mich da teilweise ein bisschen künstlich auf über irgendwelche Spiele, die blöd sind und da dachte ich mir, das passt doch perfekt, wenn ich dabei diese Mütze aufsetze, dass gleich jeder sieht, okay, das ist nicht ernst gemeint. Und dadurch ist das so ein Selbstläufer geworden. Also ja. Alles Zufälle, was irgendwie zusammengekommen ist, auf jeden Fall. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar der Julian. Werden Sie öffentlich als Retro Gaming Panda auf der Straße angesprochen? Ist Ihnen das schon passiert? Wie hat sich das angefühlt? Also auf einer Straße logischerweise nicht. Also ne, mit den Abonnenten. Ich bin jetzt nicht irgendwie Mainstream-mäßig unterwegs oder sowas. Da ist das noch nicht passiert, aber so ein, zwei komische Erlebnisse hatte ich natürlich auch schon, und zwar auf Retro-Gaming-Börsen. Das könnt ihr euch so vorstellen, das werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Das sind Veranstaltungen, die gibt es mal so einmal im Monat oder so. Oder alle zwei Monate, jetzt durch Corona natürlich leider etwas pausiert, muss man sagen. Das könnt ihr euch so wie große Flohmärkte in irgendwelchen Hallen vorstellen, wo Händler sind, die irgendwelche Retro-Gaming-Spiele und sowas verkaufen. Und da laufen natürlich viele Leute auch rum, die auch mich und meinen Kanal schauen. Und da kommt es natürlich durchaus schon mal vor, dass man auch dann hier und da mal angesprochen wird. Und, hey, Panda! Und dann wechselt man so ein paar Worte aus und ich finde das fantastisch. Also das finde ich super, dass man einfach dadurch ins Gespräch kommt, weil auch wenn ich einen YouTube-Kanal habe, ich bin eigentlich voll die schüchterne Person, was jetzt angeht, um auf irgendwelche Leute hinzuzugehen oder sowas. Und wenn die den ersten Schritt machen, super, dann unterhalte ich mich mit denen natürlich gerne und das ist einfach super. Und letztes Jahr war auch eine Retro-Börse in Bonn, das war so, der Erlebnis ohne Ende. Und zwar bin ich mit ein paar anderen Kanälen in einer Gruppe und einer kannte den Veranstalter von dieser Börse. Und der hat das irgendwie so klar gemacht, weil da habe ich auch noch ein bisschen quasi mit Videos gemacht, so ein bisschen dokumentiert, ne, über die Börse und was habe ich da gekauft und so weiter. Das ist in unserer Szene relativ weit verbreitet. Und der ist klar gemacht, dass wir so ein bisschen früher rein konnten. Und da haben wir sogar einen Backstage-Raum bekommen, wo wir unsere Sachen irgendwie ablegen konnten. Und die haben dann auch eine Versteigerung gemacht, ne? So eine wohltätige Versteigerung. Da war richtig eine Bühne, könnt ihr euch vorstellen, wo das irgendwie gemacht wurde. Und da hat mich der Veranstalter da irgendwie hochgeholt, dass ich da so ein bisschen mit Werbung mache und so weiter. Da war ich zuerst total überfordert und als ob ich wirklich so eine Art Promi wäre. Und das war schon echt komisch, muss ich euch sagen. Aber es ist irgendwie so cool. Wie gesagt, vor allem dieses ins Gespräch kommen mit anderen Leuten, weil ich halt selber relativ schüchtern bin. Das finde ich super und macht immer wieder Spaß auf jeden Fall. So, kommen wir zur nächsten Frage von der Lisa Marie. Grüße an dich. Was halten Sie von der Entwicklung von der Nintendo-Spiele und Konsolen?
Finde ich super. Also ich finde, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Zu meiner Historie etwas, nachdem das Super Nintendo draußen war, da kam ja dieses Nintendo 64 und so weiter. Da habe ich ehrlich gesagt keine Nintendo-Konsolen mehr gespielt, sondern habe immer exklusiv auf dem PC gezockt. Da bin ich heute eigentlich, was so moderne Sachen angeht, immer noch so dabei. Aber jetzt dieses neue, die Switch, die finde ich super, weil die einfach so ein bisschen als, ich sag mal, nebenbei Konsole, wenn man ein anderes großes, ne, wie ich den PC, so nebenbei hat, finde ich das einfach super. Ich habe auch damals die Wii sehr groß gezockt. Ich finde es eigentlich von Nintendo sehr mutig und sehr schön, dass sie absichtlich immer so einen anderen Weg gehen, als jetzt Microsoft und Sony, die ja im Prinzip immer eine neue Konsole rausbringen, die halt immer mehr leistungsstärker ist. Aber Nintendo ist da halt so ein bisschen experimentierfreudiger, ne? Mit der Wii, okay, wir machen hier so Motion Controlling damit, mit der Switch, okay, wir machen hier so ein Hybrid zwischen Handheld und normal. Finde ich super. Mal gespannt, was da noch in der Zukunft auf jeden Fall kommt. Dann haben wir die Julina. Haben Sie noch genug Freizeit? Wenn ja, was machen Sie in dieser? Ich muss sagen, als Erwachsener, das stellt man sich so als Jugendlicher gar nicht so vor, ist die Freizeit echt, ja, beschränkt, sage ich mal. Da muss man wirklich gucken, wann man für was Zeit hat. Also normaler 8-Stunden-Job habe ich, plus natürlich, ihr habt es wahrscheinlich gerade gehört, das Bellen, ein Hund, der natürlich noch versorgt werden muss, normaler Haushalt natürlich, Freundin braucht natürlich auch Zeit. Da bleibt natürlich wenig Zeit zum Zocken und zum Videomachen auch noch über. Also viel, viel Zeit habe ich nicht abseits dieser Hobbys, aber ich versuche immer so ein bisschen hier und da Zeit abzuknibbeln, wie zum Beispiel habe ich als neues Hobby jetzt gefunden, kleine Figürchen, Warhammer 40.000 Figürchen anzumalen. Ich weiß, sehr, sehr nerdig, aber macht sehr viel Spaß. Und hier auch da mal ein bisschen was Handwerkliches zu tun und so weiter. Einfach mal ein bisschen was anderes, um von dem Computer her auch wegzukommen. Weil wenn man den ganzen Tag an irgendwelche Monitore starrt, was ich schon auf der Arbeit mache, wird das einfach irgendwann langweilig. Aber zeitmäßig, ja, als Erwachsener, ich weiß, oh, ihr wollt es wahrscheinlich nicht glauben, als Erwachsener ist das nicht so einfach, alles unter einem Hut zu bringen, auf jeden Fall. Dann haben wir die Annika. Was ist ihr Lieblings-Gameboy-Spiel und warum genau dieses? Treue Zuschauer des Kanals wissen sofort, was für eine Antwort jetzt kommt. Und zwar Link's Awakening für den Gameboy. Das ist ein Zelda-Teil, der vierte Zelda-Teil. Falls ihr den nachholen wolltet, den gibt es auch für die Switch als Remake, kam glaube ich letztes Jahr raus, ist auch sehr, sehr gut gelungen. Ich habe das einfach als Kind geliebt, weil das so für ein Gameboy-Spiel super komplex ist, eine super Geschichte erzählt und einfach fesselt es. Ich mag ja diese Zelda-Spiele, diese alten 2D-Zelda-Spiele sehr, sehr gerne und für mich ist dieser Teil einfach der beste und das steht dafür, was aus diesem System alles rausgeholt werden kann. Finde ich fantastisch. Wenn ihr das wirklich nachholen wollt, würde ich euch wärmstens die Switch-Version ans Herz legen. Heißt auch Link's Awakening und hat einen schönen Look verpasst bekommen, richtig modernisiert geworden. gemacht. Kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen, auf jeden Fall. So, dann haben wir den Ahmed. Hallo Retro Gaming Panda. Wie viel kostet Ihre Gameboy-Sammlung? Bitte ungefähr schätzen. Haben Sie vor, sich etwas Neues zuzulegen oder sogar mal etwas zu verkaufen? Ganz ehrlich, ich habe eine Excel-Liste, wo ich mir immer die Einkaufspreise aufschreibe. Ich kann natürlich nur nach den Einkaufspreisen gehen, nicht nach dem aktuellen Wert, was ich nicht verfolge. Aber so 1200 Euro ist das mittlerweile schon. Das sind, ich gucke hier so nach links, weil da steht die Sammlung. Von mir aus gesehen, es ist einiges. Ob ich davon was verkaufen will, also von den Gameboy-Sammlungen ehrlich gesagt nicht. Also ich habe ja auch so ein bisschen eine Super Nintendo-Sammlung, da bin ich momentan so ein bisschen umzuswitchen, weil ich gemerkt habe, wenn ihr sammeln wollt und zu sehr in die Breite geht, zu viel Systeme, macht das auch keinen Spaß. Ich bin lieber so auf kleine Sachen, kleine schaffbare Sachen konzentrieren, da kommt ihr auf jeden Fall wesentlich besser voran. Dann die zweite Frage, sind Sie auch der Meinung, dass man auf YouTube zu wenig Geld verdient für die Arbeit, die man in die Videos reinsteckt? Ja, gut, wie ich schon vorhin gesagt habe, wegen dem Geld mache ich das eh nicht, aber an sich, da kommt nicht viel Geld rum. Ist natürlich die Perspektive aus meiner Perspektive, ich habe einen kleinen Kanal, wenn ich natürlich jetzt meinen Lebensunterhalt damit bestreiten wollen würde,
dann reichen die YouTube-Einnahmen alleine nicht aus. Aber die meisten großen Kanäle, die haben ja meistens welche Sponsoren. Ne? NordVPN, was da momentan unterwegs ist, oder Raid Shadow Legends, was da schon fast ein Meme ist mittlerweile. Also die haben durchaus Möglichkeiten, so Geld nebenbei zu verdienen. Und ich habe mir auch mal vor ein Jahr oder sowas, wo das mal ein bisschen aktueller war, von so ein paar großen Kanälen angeschaut, was die so verdienen, wo die so ein bisschen rumgejammert haben, oh, wir verdienen so wenig. Und dann kam irgendwie raus, dass sie irgendwie 10.000 Euro im Monat verdienen, wo ich mir denke, ey Junge, so viel Arbeit ist es denn doch nicht. Aber als kleiner YouTuber zum Geld verdienen, vergiss es. Lohnt sich nicht. Lohnt sich auf keinen Fall. Denn die dritte Frage von dir, haben Sie sich auch mal überlegt, Videos über Spiele unserer Generation zu drehen, und was hätte er, würde Sie dazu veranlassen können? Hier und da habe ich mal schon überlegt, weil ich spiele natürlich auch aktuelle Spiele, da irgendwie was zu machen, aber ganz ehrlich, warum? Es gibt so viele Kanäle, die sich mit aktuellen Spielen beschäftigen und auch viel in die Tiefe gehen. Was kann ich da noch als Mehrwert irgendwie bringen? Kann ich nicht. Deswegen, warum sollte sich das irgendwer anschauen? Und deswegen lasse ich es eigentlich. Und wie schon vorhin erwähnt, freizeitmäßig, zeitmäßig, ich muss schauen, was effektiv irgendwie machbar ist. Und deswegen denke ich mir, nein, da gibt es so viele schöne YouTuber und gute YouTuber, die das alles viel, viel besser beackern, dieses Feld und Thema, als ich. Lieber da schauen, ich bleib bei meinem Leisten quasi. Ne? Das heißt ja so schön, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und genau das mache ich auch. Dann haben wir eine weitere Frage. Was ist Ihr Ziel auf YouTube und was wollen Sie erreichen? Ja, gute Frage. Also früher hatte ich immer das Ziel 1000 Abonnenten und jetzt dümple ich mit meinen Zielen ehrlich gesagt so etwas vor mir hin. Es freut mich natürlich immer, wenn Leute dazukommen, und es macht natürlich immer Spaß, wenn ich ein Video mache und das gucken nicht nur 50 Leute, sondern 500 Leute. Ist ganz klar, macht dann auch wesentlich mehr Spaß, aber so ein konkretes Ziel habe ich eigentlich gar nicht. Ich mache das so ein bisschen mein Ding, weil ich habe gemerkt, wenn du irgendwie so feste Zahlen im Kopf hast, von wegen, keine Ahnung, ich will 10 Abonnenten in der Woche oder sowas, das stresst viel zu sehr. Und wenn dich das Ganze stresst, dann ist es das falsche Hobby. Mein Hobby sollte immer Spaß machen und dich nicht stressen. Und deswegen lasse ich das eigentlich momentan so ein bisschen vor mich hin plätschern. Und mein Hauptziel ist es eigentlich, dass ich schön meine Videos mache und mich mit Leuten austauschen kann. Das ist so mal wirklich mein Ziel. Das versuche ich zu verfolgen, und alles andere, das setzt einen nur unter Druck, und das brauche ich für mein Hobby ehrlich gesagt nicht wirklich. Dann haben wir die nächste Frage. Hallo lieber Retro Gaming Panda, ich wollte wissen, was Ihr erstes Videospiel war und was Ihnen dabei am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Ja, und zwar mein erstes Videospiel, ich habe lange, lange Zeit den Namen vergessen, aber ich bin irgendwann durch Zufall wieder drauf gestoßen, und zwar ist Park Control für den Commodore 64. Das wird euch jetzt nichts sagen, aber der Commodore 64 ist so eine Art Vorläufer von modernen PCs, war ein Heimcomputer damals, sehr, sehr spartanische Grafik, und mir sind eigentlich so eher die Umstände im Kopf geblieben, weil das war irgendwie Mitte der 80er Jahre, da war ich noch ganz klein, und da ist das Gedächtnis ja so ein bisschen lückenhaft, und zwar war ich da bei meinem Onkel zu Besuch, und der hatte Informatik studiert, und holt plötzlich so einen Kasten hervor, und ich weiß, was ich super fasziniert war, weil Fernseher kann ich natürlich, aber dass man ja das, was auf diesem Fernseher da war, steuern konnte und sogar wirklich ein Spiel, so ein ganz primitives Spiel, im Prinzip saß also ein Park Ranger, der Müll aufsammeln muss. Ich weiß, damals konnte man auch sowas ein Spiel machen, ganz primitiv, aber damit hat diese ganze Faszination gestartet. Später natürlich war ich mit meinen Eltern auch öfter mal in Urlaub, und da gab es so diese Spielhallen. Das ist was anderes als diese Spielhallen heute ist, wo nur diese Geldabzockautomaten sind. Da gab es wirklich Spieleautomaten, wo man Videospiele natürlich mit Münzeinbruch spielen konnte, und da habe ich natürlich noch andere Spiele gespielt, aber das war wirklich mein erstes Spiel, und genau das ist mir im Kopf geblieben, diese Faszination. Da ist was auf dem Fernseher, was ich selber steuern kann. Und wunderbar, ich habe das Spiel auch mal ein Video drüber gemacht, hier ausnahmsweise, wo ich das C64 überhaupt nicht hier beacker. Wunderschöne Sache auf jeden Fall. Ist sehr, sehr stark im Kopf geblieben auf jeden Fall.
Dann haben wir die nächste Frage. Haben Sie schon mal mit den Gedanken gespielt, mit Gaming und oder YouTube aufzuhören? Im Gaming nein, weil das ist eigentlich schon immer, seitdem ich klein war, ein Bestandteil meines Lebens geworden. Natürlich habe ich momentan wesentlich weniger Zeit als damals. Es ist einfach so. Und man merkt natürlich auch, okay, ich kann nicht mehr alle Spiele so gut spielen wie damals, weil, ja, das klingt jetzt ein bisschen blöd. So alt bin ich jetzt ja auch nicht. Aber die Reaktion, die lassen einfach nach einer Zeit nach. Und man ist nicht mehr ganz so gut, irgendwie kompetitiven Online-Spiele zu spielen oder ähnliches. Also mit Gaming habe ich nie gedacht, dass ich da aufhöre. Also irgendwie irgendwas gezockt habe ich eigentlich immer. Mit YouTube, ja, also wenn man natürlich merkt, dass es, also richtig aufhören, nein, aber es ist natürlich manchmal nicht so einfach, ne? Man hat viel im Alltag zu tun, es ist super stressig etc. Und dann denkst du auch, scheiße, ich versuche natürlich immer mal meinen Video-Veröffentlichungsplan, ich immer mittwochs und sonntags ein Video einzuhalten, ist auch scheiße, ey. Ich muss noch ein Video drehen und irgendwie auch auf Krampf irgendwas zu drehen, macht natürlich keinen Spaß. Da war es natürlich schon mal, dass man sich denkt, von mir, ach, lässt du den ganzen Scheiß jetzt und hast du für was anderes wesentlich mehr Zeit. Aber zum Glück war dieser Gedanke immer nur so ganz kurz da. Macht mir Spaß, will ich auch dabei bleiben auf jeden Fall. Dann haben wir die nächste Frage. Was halten Sie davon, dass immer mehr Jugendliche YouTuber werden wollen? Finde ich super. Ich meine, jeder, der sich irgendwie kreativ austoben will oder ähnliches, soll das machen. Problem ist nur, bitte, bitte, bitte tut mir den Gefallen, wenn ihr selber was starten wollt, erwartet nicht zu viel. Es hat eine relativ steile Lernkurve, das Ganze. Ihr werdet eure ersten Videos machen und ihr werdet in der Zeit sehr schnell sehr viel lernen. Wie gehe ich mit Leuten um, die mich kritisieren zum Beispiel? Wie geht das alles technisch irgendwie ab? Aber wenn ihr eine Idee habt und Bock habt, euch irgendwie kreativ zu verwirklichen, haut rein, macht das Attacke. Finde ich super. Probiert euch einfach aus, aber schielt ihr nicht immer auf diese großen YouTuber und denkt, hey, genau so will ich auch werden und nur wenn ihr Geld machen oder ähnliches. Nein, macht's, wenn ihr euch irgendwie kreativ verwirklichen wollt. Egal, was eure Leidenschaft ist. Ich habe meinen Spaß dran gehabt und mich mit anderen Leuten auszutauschen, wenn ihr auch das machen wollt. Super, macht das. Finde ich sehr schön, wenn ihr euch da so ein bisschen technisch reinfuchsen wollt und das Ganze mal so ein bisschen beackern wollt. Finde ich super. Wie gesagt, machen. nächste Frage. Welchen Schulabschluss haben Sie und was haben Sie dann gelernt? Was ist Ihr momentaner Beruf und wie können Sie diesen mit YouTube verknüpfen? Ich habe ganz klassisch Abitur gemacht. Ich habe relativ mittelmäßiges Abitur, eher schlechtes, 3,1 Notenschnitt und bin eigentlich zum Studieren gegangen. Ich habe zuerst Wirtschaftsinformatik angefangen, bin da aber irgendwann rausgekickt worden, weil das Informatikmäßige dann doch nicht irgendwie was für mich ist und hatte nur BWL gelernt, also Wirtschaft. Und arbeite jetzt in einer mittelständischen Firma so ein bisschen im Marketing, technischen Bereich, so ein bisschen in der oberen Ebene. Verbinden mit YouTube kann ich das leider überhaupt nicht. Finde ich natürlich etwas schade, aber es ist ein reiner Bürojob, wo ich irgendwelche Sachen erledigen muss. Wie gesagt, Marketing, Aufträge bearbeiten und so weiter. Finde ich natürlich etwas schade. Wäre natürlich schön, aber das ist eben so. Erwarte ich aber ehrlich gesagt auch nicht, weil ich denke mal, dass man dieses YouTube-Hobby wirklich mit seinem Beruf verknüpfen kann. Das ist sehr, sehr wenig. Also ein guter Kumpel, der auch einen eigenen Kanal hat, der Retro Joe, der ist zu einer Firma gewechselt, wo er sein Video-Know-how auch sogar verwenden kann, so nebenbei, um irgendwelche Schulungsvideos zu drehen und so weiter. Finde ich super, aber das erwarte ich auch nicht. Aber das ist in Ordnung, das ist nichts Schlimmes. Manchmal muss man mit der Berufswahl auch so ein bisschen vernünftig sein und sowas wie BWL, sowas wird immer gebraucht. Ich weiß, klingt jetzt sehr demotiviert und euch wird wahrscheinlich immer gesagt, hey, folgt euren Träumen, ihr könnt alle irgendwas Tolles werden. Irgendwann ist das ein normaler Bürojob, der natürlich euch einigermaßen zumindest Spaß machen sollte, um Gottes Willen. Ihr sollt nichts machen, was euch nicht Spaß macht, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede. Aber das ist leider nicht so. Dann haben wir das nächste. Was fasziniert Sie eigentlich an den Gameboys und den Spielen dazu? Andererseits natürlich ist das für mich eine große nostalgische Sache. Ich habe natürlich in meiner Kindheit
stark abgefeiert und da Stunden um Stunden dran gezockt. Und was mich noch fasziniert ist, dass meine ganze Generation, viele, viele Leute, eigentlich hatte so gut wie jeder ein Gameboy und hat da super Erinnerungen dran. Und du brauchst einfach irgendwen sagen, hey, weißt du, das und das Spiel oder eine Melodie vorspielen und sofort haben sie positive Flashbacks und Grinsen im Gesicht. Finde ich super. Und was ich halt sehr, sehr schön finde, ist, ja, ihr habt alle den Gameboy in der Hand gehabt. Die Technik dahinter, die ist verdammt simpel, ist ganz, ganz primitiv. Aber da wurden Spiele mitgemacht. Ne? Das braucht keine High-End-Grafik oder hier noch ein komplexes Spielsystem. Das kannst du noch aufleveln und hier hast du noch Nebenquests oder irgendwie so ein Quatsch. Nein, ganz einfach, super Spiel. Und das finde ich das Faszinierende, dass man mit ganz einfachen Mitteln super Spiele hinkriegt. Genau, die nächste Frage, auch eine sehr gute Frage. Wie gehen Sie mit Hate um und trifft Sie das persönlich? Hatte ich ja schon vorhin gesagt, auch mit Hate Speech und so weiter. Ich habe das Glück, relativ wenig Hate abzubekommen und das ist immer dasselbe. Am Anfang trifft es dich, ne? Weil erstmal denkst du von wegen, ouch, das ging hier unter die Gürtellinie, das muss nicht sein. Aber ich kann euch wirklich nur empfehlen, tretet einen Schritt zurück, versucht euch in die andere Person hineinzuversetzen und einfach versuchen, ruhig zu reagieren, deeskalierend zu wirken. Und dann, wenn das irgendwelche Trolls sind, die euch fertig machen wollen, dann merken die schnell, okay, da kriege ich nicht das, was ich brauche und ziehen weiter. Ist meine Erfahrung. Muss nicht allgemeingültig sein, aber zumindest mit dieser Strategie bin ich einigermaßen gut durchgekommen bisher. Dann haben wir hier die nächste Frage, auch eine gute Frage. Was halten Sie von neu rausgekommenen Spielen wie Fortnite, Warzone, Call of Duty oder Fall Guys? Fall Guys habe ich noch nicht gespielt, finde ich aber sehr geil, das Prinzip. Und auch die anderen in Fortnite habe ich sogar mal kurz reingespielt, wurde ich aber nicht so ganz warm, ehrlich gesagt. Ich habe mal eine Zeit lang PUBG gespielt, weil es der Vorgänger von Fortnite ist. Oder ja, der Vorgänger, kann man sagen. Nicht das erste Spiel in dem Genre, aber einer der geistigen Vorgänger. Moderne Spiele feiere ich natürlich stark ab. Momentan warte ich fiebernd auf Cyberpunk 2077. Da freue ich mich schon seit Jahren drauf, von den Witcher-Machern. Herrlich. Ich habe so einen Dauerbrenner Dota 2, was ich hoch und runter spiele. Ich weiß ja, ob der ein oder andere das von euch kennt. Das ist ein sogenanntes MOBA. Sowas ähnliches wie League of Legends. Das kennt ihr vielleicht eher. Seitdem das rausgekommen ist, vor ungefähr 10 Jahren, habe ich da 3000 Spielstunden rein versenkt. Also man sieht ja, es ist durchaus eine Faszination. Also moderne Spiele spiele ich immer wieder. An Shootern auch das neue Doom Eternal. Habe ich jetzt, war letztes im Sale, das habe ich mir mal geholt. Oder Battlefield, die Reihe spiele ich auch lieber gerne als Multiplayer. Finde ich wunderbar, was da auch jetzt immer weiterentwickeln kommt, auch wenn der Mainstream hier und da langsam gefühlt eintönig geworden ist. Aber hier und da ein paar Indies oder sowas geht immer auf jeden Fall. So, dann Moritz. Wie bewerten Sie Ihre persönliche Entwicklung auf YouTube? Ja, ich würde sagen, langsam aber sicher. Also ich lasse es aber so vor sich her plätschern. Natürlich wachsen andere Kanäle wesentlich schneller als meine. Die versuchen dann teilweise dann irgendwelchen Trends hinterherzugehen, wo natürlich mehr Klicks generierst oder ähnliches. Aber bei diesem Kanal habe ich persönlich mir immer geschworen, hey, ich bleib einfach ich selbst, ich mache mein Ding, das, was ich Bock habe. Und wenn das andere Leute sehen wollen, sind sie willkommen, finde ich super. Aber ich versuche jetzt nicht krampfhaft irgendwie mich auf Erfolg zu bürsten. Ihr seht es ja selber gerade, ich schneide auch keine Versprecher raus oder ähnliches, weil ich sowas irgendwie gekünstelt finde. Ne? Also, hey, es bin ich, der Panda, der ist bei euch, redet mit euch ein bisschen. Und das finde ich wichtig, so eine persönliche Atmosphäre irgendwie. Und ja, die Entwicklung, also ich bin ganz zufrieden, ehrlich gesagt. Hier und da hätte man natürlich auch denken können, okay, ein paar Abos mehr wäre schon nicht schlecht. Aber das so funktioniert YouTube. Ne? Also am Anfang, auch wenn ihr einen YouTube-Kanal starten solltet, der Anfang ist sauzäh. Was Problem ist, wenn ihr wenig Abonnentenzahl habt und wenig Leute bei euch zugucken, muss das nicht unbedingt heißen, dass eure Videos schlecht sind. Tendenziell sind eure ersten Videos natürlich nicht so geil. Wenn ich meine ersten Videos anschaue, die sind
sind grottig im Vergleich zu den jetzigen, technisch und so weiter. Aber YouTube denkt, okay, das guckt keiner, also ist das Kacke. Also seid ihr bei den Suchergebnissen weiter unten. Das Problem ist aber natürlich, ihr bleibt denn halt so unten, weil ihr nicht sichtbar seid. Und dadurch seid ihr in so eine, am Anfang so eine Art Teufelskreis gefangen. Und das plätschert so ganz langsam in sich rein. Und je größer ihr werdet, desto einfacher geht das und desto schneller geht das voran. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Hier und da kann ich natürlich auch sagen, wäre natürlich geil, wenn es etwas schneller gegangen wäre, dann Wachstum. Aber an sich, ich bin jetzt so in meiner momentanen Größe bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Und kommen wir zur nächsten Frage, auch eine sehr interessante auf jeden Fall. Wie lange benötigen Sie für ein komplettes Video, Idee, Aufnahme, Schnitt? Auch was für ein Equip ich benutze? Das ist unterschiedlich. Also da gibt es natürlich meine verschiedenen Formate, brauchen natürlich verschiedene Zeiten, sage ich mal. Also am schnellsten geht eigentlich meine Quälzeit Serie, weil ne, da habe ich eine normale Webcam einfach, ich habe ein vernünftiges Mikrofon, das Yeti Blue habe ich, also wenn ihr unten in die Kommentare oder in die Beschreibungstext euch reinschaut, da seht ihr überall, was für ein Equip ich genau benutze. Das habe ich einfach reingestellt, falls sich Leute mal fragen, hey, was für ein Sound ist das und so weiter, dass sie das sehen. Ganz normale Webcam, ich habe das schon alles vorkonfiguriert, ich habe da mit der Aufnahmesoftware habe ich eine bestimmte Vorlage, das mache ich an, ich starte das Spiel und das Witz dieses Formats ist ja, dass ich mir ein schlechtes Spiel anmache und das sind Spiele und zwar unvorbereitet reingehe. Ist natürlich so, haha, da bin ich natürlich sehr bequem, aber ich mache das Spiel an, ich zock's 10 Minuten, das Schneiden ist auch nicht sehr aufwendig. Das heißt, ich habe das Ding in einer Dreiviertelstunde habe ich das fertig und dann muss es nur hochgeladen werden. Was natürlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, sind diese Was-taugt-Folgen, wo ich einen richtigen Test für irgendein Spiel mache. Das heißt, man muss natürlich das Spiel erstmal spielen. Da ich ja meistens irgendwelche Retro-Spiele bespreche, hält sich das da noch in Grenzen. Das ist jetzt kein modernes Spiel, was irgendwie 30, 40 Stunden Spielzeit hat. So ein Gameboy-Spiel, wenn du das eine Stunde spielst, dann hast du das vielleicht nicht durchgespielt, aber dann hast du zumindest, also bei den meisten zumindest, es gibt natürlich auch da Ausnahmen, aber dann hast du ein gutes Gefühl, okay, so und so tickt das Spiel und das erwartet dich. Dann musst du halt noch ein Skript schreiben. Auch da macht natürlich die Übung, ich habe ja schon über 200 Spiele getestet. Irgendwann hast du das Schreiben einfach drin. Das dauert dann, sagen wir mal, nochmal 20, 30 Minuten. Dann muss der Text eingesprochen werden. Auch da, Übung macht den Meister. Am Anfang habe ich natürlich doppelt und dreifach so lange gebraucht, wie ich jetzt brauche. Ist in, sagen wir mal, auch 20 Minuten erledigt. Dann noch alles zusammenschneiden, nochmal 20 Minuten. Also, sagen wir mal, Pi mal Daumen für eine Was-taugt-Folge inklusive Spielen. Sind wir bei 2-3 Stunden auf jeden Fall, bis das alles fertig ist. Und ansonsten, diese Videos wie jetzt hier vor der Kamera, die brauchen nicht ganz so lange wie diese Testvideos, also je nachdem wie lang das Video ist natürlich, weil ich einfach so frei heraus ohne Skript laber. Ne? Irgendwie habe ich das mit der Zeit gelernt, irgendwie zu labern. Ist natürlich auch einfach, dass man das nicht vor Personen macht, sondern ich sehe hier gerade nur eine Kamera stehen, kann ich reden ohne Ende. Ich mache mir natürlich so vorher so ein, zwei Gedanken, was könntest du alles sagen? Dann muss ich hier nur kurz die Beleuchtung aufbauen. Ich blende hier mal so ein Foto ein, wie sowas hier beispielhaft aussieht. Damit ihr es euch mal so ein bisschen vor Augen führen könnt. Equipmäßig braucht ihr natürlich eine gute Kamera, wobei wenn ihr startet, ne? Also die Ausrüstung, die ich hier habe, die ist ja nicht professionell, auch nicht semi-professionell, sagen wir mal, ist eine mittelgute Ausrüstung, sage ich mal. Aber wenn ihr starten wollt, ihr werdet alle ein vernünftiges Handy haben mit einer guten Kamera einigermaßen. Nehmt das, kauft euch irgendein kleines Licht. Ich habe hier so ein Ringlicht, gibt es bei Amazon oder ähnliches für kleines Geld. Dass ihr einigermaßen gute Ausleuchtung habt, kauft euch ein Ansteckmikrofon. Das, was ich hier benutze, Tonqualität ist in Ordnung, hat auch irgendwie 20 Euro gekostet, das geht alles noch. Und dann dreht einfach los. Also ihr braucht jetzt kein Vermögen erstmal auszugeben, um einfach mal ein, zwei Videos zu machen. Und dann könnt ihr loslegen. Also solche Videos hier, das geht eigentlich je nachdem. Schneideaufwand hält sich relativ in Grenzen. Aber auch da am Anfang braucht ihr lange und dann geht's. Also ein paar Stunden stecken da schon teilweise hinter auf jeden Fall. Aber es geht eigentlich. Weil es
es ist natürlich Arbeit, es gibt natürlich auch immer Sachen, die man nicht so gerne macht, wie zum Beispiel das Skript schreiben und einsprechen bei den Tests. Das ist immer so ein bisschen nervige Fleißarbeit quasi, aber es gibt auch spaßige Sachen. Ne? Also es gibt schon so ein schönes Zitat von irgendeinem Autoren, einem Buchschreiber. Ich hab's gerade den Namen nicht im Kopf, aber da ist auch was Wahres dran. Der hat mal gesagt, er hasst es, Bücher zu schreiben, aber er liebt es, ein Buch geschrieben zu haben. Und genauso sieht es bei YouTube, zumindest bei mir, auch so aus. Dann haben wir noch eine Frage, und zwar, wie und wo finden Sie Motivation, ein neues Video zu drehen? Und haben Sie einen bestimmten Ort, wo Sie besonders Motivation finden? Einen bestimmten Ort in der Hinsicht habe ich eigentlich nicht. Vielleicht hier mal mein Gaming Room, weil hier bin ich mit den ganzen Sachen umgeben. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Motivation euch holen wollt, versucht die Vorbereitungszeit so gering wie möglich zu halten. Das heißt, habt das Licht immer irgendwo rumstehen, falls ihr den Platz haben solltet. Habt das Setup alles fertig, dass ihr im Prinzip nur noch die Kamera anmachen müsst und lossprechen müsst. Weil ich kenne es selber, wenn man natürlich erstmal alles aufbauen muss, auch wenn es nur 10 Minuten, 15 Minuten ist, ne, da Licht hinstellen, Kamera aufstellen und so weiter. Das ist immer so von wegen, sich vom Sofa hoch zu quälen und zu sagen, hey, ich muss hier jetzt loslegen, macht keinen Spaß. Deswegen versucht das so gut wie möglich euch zu vereinfachen und zu vorbereiten, dass ihr nur noch loslegen müsst und gut ist. Und dann habt ihr auch gar nicht dieses Motivationsproblem. Motivation an sich, ich habe halt meinen festen Sendeplan und irgendwie, meine Freundin ist Psychologin, die sagt immer so schön, ich habe ein großes Über-Ich, das heißt, ich habe so ein großes Pflichtbewusstsein, von daher kommt die Motivation immer von selbst, weil ich immer versuche, diesen Sendeplan natürlich auch irgendwie einzuhalten, auch wenn es mir keiner Vorwurf machen würde, wenn ich jetzt mal einen Tag oder ein Video überspringen würde, aber das ist so mein eigener Anspruch an mich, das alles einzuhalten. Ja, und das war es im Prinzip. Kommen wir zur nächsten Frage. Die hat jetzt keine bestimmte Person gestellt. An euch, liebe Schüler. Falls ich jetzt einen Namen hier von euch nicht genannt haben sollte oder euch jetzt nicht explizit gegrüßt haben sollte, verzeiht mir das bitte. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hier irgendwen mehr ansprechen will oder ähnliches. Das ist einfach nur der verpeilte Panda und sein Redefluss. Und zwar, jetzt haben wir noch eine Frage. Gab es schon mal aus Ihrem direkten Umfeld, Freunde, Familie, Partner, negative Reaktionen auf eines Ihrer Videos oder allgemein, dass Sie YouTuber geworden sind? Nee. Ganz ehrlich, also jedem, den ich das erzähle, vielleicht, das liegt auch meiner Generation, wo das jetzt nicht so weit verbreitet ist wie bei euch, die gucken erstmal so, hä, YouTube, schon mal was von gehört? Ich weiß, so alt bin ich nicht, aber in meinem Alter, so viele gucken da gar nicht YouTube. Und dann erzählt man denen das und das finden sie eigentlich schon faszinierend. Und dann, wenn wir sie dann irgendwie fragen, so, boah, wie viel gucken das denn, die zwei, drei Leute, und man sagt, okay, ja, das sind schon einige hunderte Leute, die da pro Video reinschalten. Ne? Da sind sie schon fasziniert. Also ich habe da bisher jetzt eigentlich keine negatives Sachen bekommen. Eher so vorsichtige Neugier will ich das mal nennen. Dann die nächste Frage, gibt es für Sie oder vielleicht von einem anderen YouTubern etwas darüber, Vertragsinhalte mit YouTube, über welche Sie nicht öffentlich reden dürfen? Nö. Also ich habe jetzt keinen speziellen Vertrag mit YouTube. Es kann ja sein, dass es die ganz, ganz Großen, die Millionen Abos haben, irgendwelche Spezialverträge bekommen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber alles, was ich als YouTuber machen darf und nicht, ist öffentlich einsehbar in den AGBs oder in den Community-Richtlinien, glaube ich, heißt es. Das Einzige, was sich jetzt also in letzter Zeit geändert hat, ist, dass man als YouTuber speziell nochmal anklicken muss, hey, mein Inhalt ist nicht speziell für Kinder. Es hat irgendwie was Rechtliches, weil es da in den USA irgendeine Klage gab. Aber ansonsten habe ich da keine Beschränkung. Gut, ich darf natürlich jetzt keine sexuellen Inhalte, Gewalt oder irgendwas Verfassungsfeindliches hier zeigen, aber da habe ich jetzt persönlich jetzt auch nicht das Bedürfnis danach, ehrlich gesagt. Von daher bin ich jetzt auch nicht eingeschränkt, aber ansonsten gibt es da jetzt keine geheimen Sachen, über die man nicht sprechen darf, und selbst wenn, ich würde es euch sagen, aber da gibt es wirklich nichts. Dann haben wir, über welchen Kauf verpasste Gelegenheit zum Kauf als Retro-Sammler haben Sie sich am meisten im Nachhinein geärgert?
Da gibt es einige. Und zwar bereue ich's. Ich sammle ja diese Big Box Ausgaben. Also für Super Nintendo gab es ein paar Spiele, die halt eine große besondere Verpackung hatten. Und ich habe mir irgendwie in den Kopf gesetzt, das sind irgendwie so ein paar, die will ich alle haben für meine Sammlung, um da so ein komplettes Set zu haben. Und da gibt es ein Spiel namens Super Metroid. Letztes Jahr hätte ich das noch in der Originalverpackung für 170, 180 Euro gekriegt. Ich habe gesagt, nee, das ist mir zu teuer. Jetzt kosten die 300 bis 320 Euro, wenn man so auf eBay so ein bisschen rumschaut und nicht irgendwie super Glück irgendwo hat. Doof gelaufen, ne? Aber das gibt so vielen Sachen, die man irgendwie sieht, genauso wie der Virtual Boy, das wird euch nichts sagen. Das war von Nintendo so ein bisschen als Nachfolger von Game Boy gedacht, aber auch irgendwie nicht, dass so ein 3D-Effekt hatte. Die Konsole, die ist damals total gefloppt, aber auch da habe ich mal so einen Preis gesehen, okay, da habe ich mir kurz überlegt, 200 Euro, kaufst du dir oder kaufst du dir nicht? Und jetzt kostet das auch das Ding das Doppelte oder irgendwie sowas. Das ist so schon einige Sachen, wo ich bereue und verdammt hättest du mal. Aber ganz ehrlich, was bringt's, ne? Natürlich ist das ein bisschen blöd und man findet es schade, aber was nützt es, da in die Vergangenheit zu schauen und sich darüber zu ärgern? Ich kann es ja eh nicht mehr ändern. Man hat vielleicht irgendwie anders dazugegriffen, hat das Glück gehabt. Mein Gott. Es gibt Schlimmeres im Leben und egal welches Hobby ihr betreibt, man soll das eh nicht zu verkrampft angehen, finde ich. Dann als nächste Frage, was ist für Sie das schlechteste Gameboy-Spiel und wieso gerade dieses? Ich glaube, da bin ich fast einig mit dem Internet so ein bisschen. Es gibt The Swamp Thing, habe ich auch schon mal eine Quälzig-Folge gemacht. Also es gibt die Seite GameFAQ, wo auch so User bestimmte Ratings vergeben können und so weiter. Und das Spiel ist wirklich grottenschlecht. Also Grafik ist kacke, Steuerung ist kacke. Da haben sich die Entwickler wirklich überhaupt keine Mühe gegeben. Nur drauf geachtet, läuft es irgendwie oder läuft es irgendwie nicht. Ja, nee, also echt nicht geil. Es gibt natürlich viele andere schlechte Spiele, aber jede Konsole hat ihre schlechten Spiele und das ist alles relativ. Und zumindest bei einigen Sachen, was ich auch immer so schön an dieser Retro-Szene finde, ist, es ist alles subjektiv, ne? Nur weil ein Spiel ich scheiße finde, kann das ein anderer super abfeiern, weil er es in der Kindheit hatte und damals geliebt hat. Und das ist das super, dass es alles subjektiv ist, das finde ich wunderbar, aber das Swamp Thing, das ist wirklich mies. Dann kommen wir schon zur vorletzten Frage. Was sind Ihrer Meinung nach die Schattenseiten von YouTube? Also ich persönlich habe jetzt keine vielen Schattenseiten von YouTube bemerkt oder erleben müssen, aber da gibt es natürlich einige, ne? Also es gibt natürlich Leute, was man so bei anderen YouTubern sieht, die aus irgendwelchen Gründen, auch in der Retro-Szene, gibt es ein, zwei Beispiele, die da irgendwie ungerechtfertigt gemacht werden. Wegen keine Ahnung, Lappalien, Aussehen oder ähnliches. Und sowas finde ich scheiße. Ne? Leute, die vor die Kamera treten und einfach ihre Leidenschaft eine Stimme verleihen wollen und den einfach irgendwie grundlos wegen irgendwelchen Mist fertig gemacht werden. Sowas finde ich echt nicht gut und das geht den Leuten teilweise echt an den Nieren, logischerweise. Sowas finde ich echt nicht schön. Hat natürlich immer das Risiko, ne? Ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr YouTube macht, wenn ihr Videos macht, die veröffentlicht, seid ihr zu einem gewissen Maße auch immer angreifbar, weil ihr geht den Schritt vorwärts in die Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit, die kann auch uncool zu euch sein. Das dürft ihr nicht vergessen. Das hat nicht nur positive Seiten. Aber ansonsten, wenn ihr Spaß am Video machen habt, sehe ich da in sich jetzt keine Probleme. Aber nur schön ist alles nicht. Und wie gesagt, wenn ihr da finanziell vernehmen wollt, lasst es. Dann die Gegenteilfrage quasi. Was ist bis heute Ihr schönstes Erlebnis als YouTuber? Außer natürlich dieses tolle Interview. Das war auch die letzte Frage, deswegen werfe ich den Zettel weg. Eigentlich, dieses Interview natürlich. ich glaube wirklich, dieser Erlebnisse ahnt dieser Schritt auf den Tausender YouTube-Ebene.
Der war super, weil das so ein Erlebnis war, von wegen, okay, jetzt habe ich so viele Jahre hier reingesteckt, jetzt ist der Punkt endlich erreicht und jetzt bin ich wer als YouTuber, obwohl es eigentlich Quatsch ist, aber irgendeine Grenze muss man sich da ja irgendwie setzen. Und ich glaube wirklich, diese Retro-Börse in Bonn zum Beispiel, auch diese anderen Retro-Börsen, was ich vorhin schon erzählt habe, dass man einfach als normaler, als zumindest ich gefühlt, als normaler Typ irgendwo rumläuft und dann plötzlich angesprochen wird und hey, voll geile Sache und so weiter und wirklich mit den verschiedensten Leuten ins Gespräch kommt. Und das finde ich einfach super. Das sind wirklich meine schönsten Erlebnisse als YouTuber, die ich gehabt habe. Finde ich fantastisch. Das ist wirklich der Austausch mit den Menschen. Ich weiß, ich habe das jetzt in diesem Video hier schon ein paar Mal gesagt, aber das ist wirklich das Schönste, das ist das Geilste an diesem Hobby auf jeden Fall. Das waren schon alle Fragen, liebe 9.1. Ich hoffe, dass ihr das Video irgendwie stückeln konntet, weil ich glaube, das wird ziemlich lang. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Spaß dran gehabt. Ich habe jedenfalls an diesem Projekt allgemein sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich will mich noch mal an dieses schöne Paket bedanken und auch dieses wunderschöne Bild. Ich hänge das auch hier gleich irgendwo auf. Ich wünsche euch einen wunderschönen Unterricht und seid lieb zu euren Lehrern. Ich kann euch aus meiner Historie sagen, ein Lehrer, der so viel Einsatz zeigt, um sowas zu organisieren, das ist nicht normal. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ich weiß, Corona etc. für euch wird es eine komische Zeit sein. Aber ich wünsche euch trotzdem alles Gute und kommt gut durch die Schulzeit auf jeden Fall. Drückt euch die Daumen und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Macht's gut, ihr Lieben.